Daisy und ich fangen heute unser neues Leben als Künstler an, okay? Wir sind beide künstlerisch hochbegabt, nehme ich jedenfalls an. Bist du künstlerisch hochbegabt? Nein, bin ich nicht. Ich sehe, du hast hier deinen Stand traurige Bilder genannt. Ja, ist es mehr traurige Bilder. Ja, einfach eine traurige Grundstimmung oder sind deine Bilder so traurig, dass man sie nicht anders benennen kann? Beides. Beides. Okay, warte, vielleicht muss ich mir dann auch ein Theme überlegen. Ich male Schildkröten. Okay, das ist mein Thema. Meine traurigen Bilder werden aber viel mehr. Ich mal Schildkröten, ich mal dich als Schildkröte. Ich fange jetzt auch an. Ich mache erstmal einen blauen Hintergrund, weil Schildkröten leben im Wasser, das weiß jeder. Ich mache ein bisschen hübscheres Blau. Hey, dann brauchen wir eine Insel oder so. Wie malt man? Mit welcher Taste? Du wählst deine Farbe aus, dann bist du du bist ja auf der Leinwand, right? Ja. Und dann ganz links ist so ein Pinsel-Icon. Das musst du andrücken. Und dann kannst du malen. Kann ich malen? Ah, jetzt funktioniert's. Okay, perfekt. Okay, ich mal hier meine Basis. Für jeder weiß, Schildkröte auf Hügel. Das ist ein beliebtes Malmotiv. Ein paar Schildkrötenfüßis. Haben die Schwänze? Ja, oder? Ich glaube ja. Okay, aber nicht solche. Na ja, gut. Es ist eine freie Interpretation einer Schildkröte, okay? Aber wahrscheinlich wird sie am Panzer dann später zu erkennen sein. Was denkst du, haben Schildkröten unter ihrem Panzer? Ist es quasi so eine Art... Das will ich mir gar nicht. Nein, aber stell dir mal vor, ist es so eine Art Echse, einfach mit einem Panzer obendrauf? Ich frag nur. So eine Art Echse mit einem Panzer? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Dann haben die doch so ein Muster. So, und jetzt ist natürlich der wichtige Schritt, dass es halt nicht eine normale Schildkröte wird, sondern dass es easy als Schildkröte wird. Aha, ja, okay. Deswegen male ich ihr jetzt blonde Haare. Zwei Strähnen, die vorne sind. Ups, hier habe ich links nicht so viel Platz, deswegen muss ich ein bisschen durch den Kopf durchmalen. Kein Problem, nehme ich an. Ich denke, das ist exakt deine Frisur. Ich habe hier perfekt alles getroffen. Dann machen wir hier nochmal einen Mund. Und ich denke, zur Verdeutlichung ist vielleicht eine Sprechblase nicht schlecht. Okay, das hier soll ein B sein. Ansonsten bin ich hier fertig mit meinem ersten Meisterwerk. Tatsächlich? So schnell? Ja. Oh mein Gott. Ich bin ja auch ein effizienter Künstler. Die Buchstaben sind leider nicht alle gleich groß. Ich hoffe, ich bin sehr gespannt darauf, mich zu sehen. Ich meine, ich sehe immer gut aus. Aha. Aber du hast mich bestimmt noch schöner gemacht. Ich sehe da kannst du dich drauf verlassen. Ich muss hier nur noch mal kurz meinen Text ausbessern, weil das N ist nicht als N erkennbar. Nächster! Warte, willst du mein Bild nicht sehen? Ich will deins sehen. Okay, nein, warte. Dann nennen wir es Easy Kröte. Finish! Unangemessener Text. Easy ist ein verbotener Name, aber Kröte darf ich dich nennen. Ich versuche dich Easy Kröte zu nennen. Das Bild jedenfalls, was ich gemacht habe, weil ich denke, dass... Okay. Okay, Erfolg! Was hast du gemacht? Du hast einen traurigen Clown! Das ist mein Bild! Okay, sehr schön. Dann zeige ich dir meine, okay? Meine sind beide von dir. Okay. Einmal hier in der Mitte bist du. Da habe ich mir richtig viel Mühe mitgegeben. Kannst du erstmal mein Bild liken, bitteschön? Oh, ich like dein Bild. Wie like ich denn dein Bild? Ich kann es nur kaufen. Du musst ihm Herz geben. Wo denn? Ach, hier. Ich like dein Bild. Das ist so ein schöner, trauriger Clown. Okay, das in der Mitte. Sieht nicht aus wie ich. Habe ich dich gemalt? Okay, aber da habe ich mit den Haaren noch nicht so perfekt das hingekriegt. Deswegen guckst du hier bei der Schildkröte. Voll gut. Ich denke, da habe ich deine Frisur ein bisschen besser noch getroffen. Ding ist, das sieht wirklich gut aus. Ja? Ich finde das wirklich gut, Ronja. Wirklich gute Arbeit. Mega. Die Frage ist, kann ich mir davon jetzt was kaufen? Weil, klar, jetzt wurden meine Bilder geliked, aber scheinbar ist niemand interessiert an meiner Schildkrötenkunst. Hier steht Wert 0 Robux. Ich bin nichts wert. Meine Kunst ist nichts wert. Ich glaube, das musst du eingeben, oder? Was es kostet? Nee, also ich habe ja schon eingegeben, was es kostet, theoretisch. Stimmt, aber trotzdem steht da Wert 0 Robux. Trotzdem steht da Wert. Die Leute hassen meine Kunst. Warte, oh, warte. Hier ist gerade ein Art Contest mit dem Thema Tiere. Okay. Also, Entschuldigung, aber ich denke, die Easy Kröte ist ein Tier. Wie kann ich die da eingeben? Die hättest du, glaube ich, direkt machen müssen, als du es gemalt hast. No. Da hättest du den Haken links machen müssen. Nein. Ich hänge es wieder an meine Wand. Ich kann es nicht beim Kunstwettbewerb einreichen. Ich sehe, du hast hier immer noch deinen traurigen Clown nur und keine anderen Bilder, was natürlich eine Schande ist. Ich war auf dem Klo, was soll ich denn machen? Ich habe hier schon zwei Bilder, die Kröte und du. Okay, ja, aber wir können ja mal gucken, was unsere Mitstreiter... Oh mein Gott, guck mal, der hat hier ein richtiges Dings. Das sieht echt cool aus. Das sieht sick aus, what? Okay, das ist ein kleiner Künstler. Wow. Was hat der Nächste? Okay, er hat einen Minion oder einen Roblox-Default-Charakter und eine Among Us. Nicht schlecht. What? Oh mein Gott, das Spider-Man? Richtig gut.
Das ist so gut. Ich find's schön, wie die das für 30 Robux verkauft. Echt? Und die hat auch einen Wert von 11 Robux, steht da scheinbar drauf. Und wir verkaufen unsere für 100. Ich meine, klar, fairerweise wissen wir nicht, wie es anders geht. Aber unsere sehen wirklich nicht so gut aus wie das Spider-Man-Ding von ihr. Okay. Und sie malt hier gerade am nächsten. Danke, what? Ich hab den Baum gekauft. Du hast den Baum gekauft? Ja, ich hab jetzt den Baum. Der Baum sieht richtig hübsch aus. Oh, okay, er hat hier mehr so eine Art, ich weiß nicht, expressionistisches Ding am Laufen. Sieht cool aus. Mit den Punkten. Sterne sind schön. Guck mal, der hat hier auch eine Schildkröte. Yeah, aber die sind nicht halb so gut aus wie ich. Ja, ich denke auch, die Easy-Kröte ist ein bisschen was Besseres. Das ist natürlich hier auch überhaupt gar keine Competition mehr. Gar nicht. Oh, guck mal, er macht hier Tiere. Er hat eine Katze und eine Kuh. Oh, die Kuh ist ja süß. Ja. Und Pilze. Alles für 10 Robux. Pilze, Pilze, Regenbogen. Den Regenbogen finde ich auch cool. Ja, gell? Yeah. Das ist süß. Soll ich einen Regenbogen kaufen? Nee, ich finde den Pilz besser. Okay, ich habe den Regenbogen schon gekauft. Bist du den Regenbogen schon gekauft? Okay. Ja. Könige kaufen. Ah, nee, ich habe gar keine Robux mehr. Never mind, ich kann es nicht kaufen. Oh, du kannst es gar nicht kaufen. Ich habe gar keine mehr, sehe ich hier gerade. Ich dachte, ich hätte noch welche. Ne? Okay, dann haben wir hier. Oh, der kleine Boba sieht süß aus. Oh, warte, da ist das Museum. Alles klar. Komm erstmal zu mir hier. Oh, zu dir? Wo bist du? Wo bist du? Bist du weg? Hilfe. Oh, machst du deinen ersten Sack? Zack. Da. Erzählst du mir, du hast es jetzt gekauft, nur um das bei dir weiter zu verkaufen? Richtig. Das war teurer. Okay, verstehe. Yeah. Ein kleiner Geschäftsmann. Und den Regenbogen auch. Oh mein Gott. Alles klar. Wie sind das traurige Bilder? Der Baum sieht traurig aus. Und der Baum sieht traurig aus. Siehst du das nicht? Okay, doch. Ja, ich sehe. Ich sehe, was du hier hast, so eine Art Kunstgalerie, die du hast. Ich würde gerne mal ins Museum gehen. Ich glaube, die Leute das kaufen werden für 100 Robux. Ich glaube, der. Check meinen Stand aus. Guck mal, hier sind die besten Bilder. Oh, warte. Hier gibt es irgendwas, was oft geauctioned wird, scheinbar. Okay. Was. Oh mein Gott, warte. Nein, das haben die nicht mit den kleinen Wänden gemalt. Das geht überhaupt nicht. Ah, das ist Fanart. Okay. Ah, das sind Fanarts. Oh, hier. Die teuerst verkauftesten. What? Mr. Penguin NFT für 1 Million Robux. Das kleine Babe mit den Punkten. 1 Million Robux. Wer kauft denn das? Hier, die sehen nicht mal gut aus. Der komische Baum. Ganz ehrlich, der Pinguin, der sieht cute aus. Also das. Der Pinguin ist adorable. Das ist, aber 1 Million Robux, das ist. Wie viel Euro sind das? Ich 3, also 10.000 Euro? 10.000 Euro. Okay. Scheinbar lukrative Karriere. Roblox Starvest Artist Spiele. nur um das mal hier rauszuwerfen. Ich war nur noch. Brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Okay, hier. Ah, das sind die Sachen von dem Art Contest. Boah, hätte ich da mal die Dings eingegeben. Die Schildkröte. Die sage ich, kann competen mit der Katze. Also mit einer Katze auf jeden Fall, na klar. Interessante Themen. Schlange im Wald. Und die Giraffe ist süß. Die ist echt. Die Giraffe hat einen grünen Schnurrbart, oder ist das ein Blatt, was sie kaut? Das ist, glaube ich, ein Blatt, stimmt. Oh, sieht süß aus. Aber nee, wir machen noch ein Bild, oder? Wir machen noch ein Bild, ich glaube auch. Okay, lass uns ein Thema machen, wo wir beide ein Bild zu malen, dann können wir gucken, wer ein besseres macht. Alright. Okay, was denkst du, wo kannst du wirklich was Gutes erschaffen? Wie wäre es mit dem Thema Urlaub? Okay, alles klar. Oh Gott, das wird schwierig. Wir malen erstmal wieder einen schönen blauen Hintergrund, weil Wasser. Und Strand. Es ist nicht unbedingt das schönste Blau, aber es ist auch kein schlechtes Blau. Dann muss ich jetzt mich irgendwo malen. Das heißt, da fange ich am besten an mit. So, also für das, was ich gehe, ist so eine Art Unterwasserszene, wo ich tauche und dann sind hier Flossen und dann bin ich hier und dann sind hier noch kleine Seeanemonen und ein kleiner Fisch und dann bin ich auch schon dann finished und ich benenne meine Kunst Urlaub. Dann müssen wir die einmal noch ausrüsten, damit ich die der Easy gleich zeigen kann und zack. Honestly, ich würde sagen, es ist eins meiner besseren. Also, bin tatsächlich hier ein. Warte, klappt das? Geschaffen. Yes! Let's go! Okay. Warte, was? Plus 3 Canvases. Nee. Brauche ich nicht. Ich habe ja schon 3. Okay, dann ist mein Bild fertig. Und Easy, wie sieht's bei dir aus? Ich bin noch nicht so ganz fertig, aber so zu 90%, würde ich sagen, okay? Mhm. Wie soll ich meine Kunst nennen? Ich weiß es nicht, was auch immer dich glücklich macht. Ich habe meine Urlaub genannt, weil das unser Thema war.
Weißt du was? Ich bin fertig. Dann zeig mir erstmal deinen. Okay, okay. Meins ist hier ganz links. Tada! What? Das ist ja schön. Oh mein Gott. Dankeschön. Das sind Flossen übrigens. Das sieht aus wie komische, klobige Schuhe, aber das sollen so Schwimmflossen sein. Und ich tauche. Und ich hatte keinen Platz mehr für eine Taucherbrille. Unfassbar schön. Das sieht richtig gut aus. Dankeschön. Was hast du denn gemalt? Cool. Ich finde, dein Männchen sieht sehr süß aus. Das ist der Nordpol. Ich das bin ist der Nordpol? Ich das dachte, du surfst auf einer Welle. Oh, okay. Nein, das sind unten okay. Eisschollen. Du siehst diese kleinen zwei schwarzen Punkte. Das sind Eisbären. Die sind kaum zu erkennen, weil die Eisschollen halt auch weiß sind. Und dann hast du Eisberge und ich surfe am Nordpol bei den Eisbergen. Und oben links siehst du die Wolken. Oh, die sind richtig süß. Warte, da hast du mir hast du die Schneeflocken gemacht? Das sind Regenbogenwolken. Warte, wie hast du die Schneeflocken gemacht? Die sind viel dünner als die Pixel. Die sind viel dünner als die Pixel. Das geht gar nicht. Oh, das sieht richtig cool aus. Okay, okay, warte, warte. Jetzt, wo ich weiß, dass es keine missglückte Surferwelle ist, sondern der Nordpol, macht alles richtig viel Sinn. Yeah. Ist das ein Schneeanzug bei dir? Kann ich dir mehrere Likes geben? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich geb dann bitte auch ein Like. Das Ding ist schön. Okay, aber ich finde deins wirklich süß. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren voten, welches Urlaubsgemälde euch hier besser gefällt. Isis Nordpol oder mein Ich tauche Bild. Ich sehe jetzt halt nicht mehr, wie es traurige Bilder sind bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du weinen würdest am Nordpol. Alles klar, dann war es aber für diese Folge. Hungernde Künstler. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, verpasst ihr keine neuen Videos und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr auch da coole Videos schauen und dann sehen wir uns im nächsten. Tschüss!